nette Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bedanke mich sehr für Ihr Interesse an diesem Thema. Berichten möchte ich Ihnen mit Rat, und es ist absichtlich so geschrieben, mit Rat und Tat gegen Krebs, senkt körperliche Aktivität das Krebsrisiko. Das ist eins der beiden großen Themen, denen ich mich wissenschaftlich widme, und ich freue mich für Ihr Interesse daran. Nun, körperliche Aktivität ist ein weites Feld, und wenn ich Sie jetzt fragen würde, denken Sie, Sie sind körperlich aktiv und ausreichend körperlich aktiv? Wenn ich diese Frage stelle, dann wird normalerweise geantwortet aus dem Bereich des Sportbereiches. Also ich möchte auch mit Ihnen zunächst erstmal klären, worüber reden wir denn hier überhaupt, wenn wir über körperliche Aktivität sprechen. Wie gesagt, was ist überhaupt körperliche Aktivität? Und natürlich ist die erste Assoziation ist bei den meisten Leuten, oh, mache ich genug Sport oder nicht? Und Sport ist natürlich auch etwas sehr breit gefächertes. Da gibt es ganz verschiedene Intensitäten, was für den einen schon sehr anstrengend ist, ist für den anderen noch gerade mal ausruhen. Also auch das ist natürlich ein weites Feld. Und in der Tat ist das aber so, dass heute häufig körperliche Bewegung mit Sport assoziiert wird. Noch vor gar nicht so langer Zeit hätte man eigentlich, wenn man messen wollte, wie aktiv ist ein Mensch, war eigentlich der Beruf viel vorherrschender. Ist wirklich ein Mensch körperlich aktiv und schwer schaffend? Diese Berufe gibt es heute aber immer weniger, weswegen diese Differenzierung heute weitgehend ausfällt. Aber natürlich gibt es auch noch Menschen, die im Beruf sehr hart arbeiten. Und wenn man das Gesamtspektrum des Bewegens erfassen möchte und eine Person da bewerten will, muss man natürlich auch das mit in Betracht ziehen. Und da gibt es Unterschiede. Ich habe ein paar Beispiele von sehr anstrengenden Berufen mitgebracht. Und ich meine, dass solche Personen abends nicht mehr joggen gehen, ist auch verständlich. Umgekehrt ist es aber so, dass sehr viele Berufe heutzutage so aussehen, sehr viel sitzen, und da muss es natürlich auch einen Ausgleich geben, und es gibt auch Berufe, da wird viel gestanden. Ein weiteres Feld, was auch zur körperlichen Aktivität gehört, ist natürlich auch das ganze Alltagsleben, und dazu gehört tatsächlich auch Hausarbeit, die sehr, sehr anstrengend sein kann. Das wird häufig auch unterschätzt. Und natürlich auch da gibt es große Differenzierungen. Habe ich jetzt hier auch noch einen Pointer? Ja, den habe ich. Dass man, wie man hier vielleicht sehen kann, bei diesem Bild, wenn man da fragen würde, wie aktiv sind Sie? Und dann würden vielleicht beide sagen, ja, 4 Stunden im Garten gewesen. Aber da muss man dann doch nochmal nachhaken, weil was wurde da wirklich geleistet? Also da sollte man auch tatsächlich ehrlich mit sich selber sein, ob man das wirklich zählen kann als entsprechende Aktivität. Und ein weiteres Feld natürlich noch die Fortbewegung. Wie komme ich von A nach B? Und das kann sehr verschieden sein. Und viele nehmen für die kleinsten Wege das Auto und manche fahren lieber Fahrrad oder steigen auch mal eine Haltestelle früher aus und laufen dadurch. Auch hier sehr, sehr wichtig, und da unterscheiden wir uns schon sehr. Alles Bereiche, in denen man aktiv sein kann. Und deswegen ist so das, was wir sagen, ist wirklich, wenn wir hier reden, reden wir über jegliche Form der Muskelkontraktion, die über das Normalmaß hinausgeht. Und dass das auch wichtig ist, das so mit zu berücksichtigen, möchte ich Ihnen hier an Daten zeigen, die wir erhoben haben in Heidelberg für Frauen über 50 Jahre. Und die haben wir halt auch zu diesen verschiedenen Bereichen befragt, wie sind sie aktiv. Und Sie können hier vielleicht gut sehen, dass Sport hat wirklich einen ganz geringen Einfluss gehabt in dieser Altersgruppe. Und die Daten sind auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, heute sähe das auch ein bisschen anders aus. Aber Sie können sehen, dass also andere Bereiche, berufliche Aktivität und vor allem der Haushalt, einen viel größeren Anteil zu dieser Gesamtaktivität beiträgt. Also es ist eine komplexe Variable, wenn man sagen möchte, wie wirkt denn überhaupt Aktivität? Ich komme natürlich aus der Wissenschaft, ich will das ja alles richtig machen und muss mir solche Gedanken vorneweg machen. Jetzt gehe ich in die falsche Richtung, Entschuldigung. Wie ist es nun mit dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Gesundheit? Das ist ein ganz, ganz alter Hut, kann man sagen, dass es dort Zusammenhänge gibt. Und das sieht man schon an diesen Aphorismen, dass man schon Hippokrates hat gesagt, wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden. Ein sehr schlauer Spruch, den man auch heute sich immer mal wieder an die Wand hängen könnte. Heute sind wir sozusagen gar nicht so viel weiter, außer dass wir es wirklich auch beweisen konnten für viele, viele Krankheiten. Es ist belegt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es ist belegt für das metabolische Syndrom, Diabetes, eine wachsende, zunehmende Erkrankung bei uns, ein enger Zusammenhang zur Bewegung.
Und es gibt eine ganze lange Liste, Sturzgefahr, Osteoporose. Es gibt wirklich Belege auch, dass Menschen, die aktiv sind, später sterben. Also auch hier Zusammenhänge. Aber hier soll ich nun heute, das geht immer falsch rum, sprechen über den Zusammenhang mit Krebs. Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs zu Krebs. Warum ist es wichtig, über Krebs zu sprechen? Nun, Krebs ist bei uns wirklich eine wichtige Erkrankung. Ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht gebracht. Das sind für Männer und für Frauen die Aufteilung der Todesursachen bei uns in Deutschland. Und Sie können sehen, Erkrankungen des Kreislaufsystems sind dort vorherrschend für Männer und für Frauen. Und man sagt, dass etwa ein Viertel der Todesfälle gehen in Deutschland auf Krebs zurück. Das bedeutet auch, dass jeder zweite Mann und jede zweite Frau im Laufe des Lebens an Krebs erkrankt. Aber was sich auch massiv geändert hat in den letzten Jahren, etwa die Hälfte derer, die erkranken, die besiegen diesen Krebs auch und leben auch wirklich gesund danach weiter. Also das hat sich sehr, sehr verändert in dem Sinne, dass Krebs keineswegs mehr irgendwie eine unbedingt tödliche Erkrankung ist. Und das ist wunderbar. Welche sind die größten Krebsarten bei uns in Deutschland? Das sind bei den Männern ist das Lungenkarzinom, gefolgt von Darmkrebs, Prostatakarzinomen, dem Pankreaskarzinom und dem Magenkrebs. Und Sie sehen hier die Entwicklung über die Jahre. Und Sie können schön sehen, das sind schon auf altersadjustierte Raten, dass wir eigentlich so für viele dieser Krebsformen einen Rücklauf erreichen konnten. Und genauso ist es für die Frauen, der Brustkrebs vorherrschend, gefolgt von dem Lungenkarzinom und dem Darmkrebs. Und das Einzige, was uns hier wirklich richtig Sorgen macht, ist hier das Lungenkarzinom, das so abgeht, sage ich jetzt mal, wo wir wissen, das ist leider so, dass offensichtlich wir Frauen das ganz toll finden, auch endlich zu rauchen und stark zu rauchen. Und die Quittung kriegen wir jetzt noch und das werden wir auch noch jahrzehntelang bezahlen für diese Entwicklung, die wir Frauen da leider genommen haben. Krebs ist auch eine Erkrankung des Alters, das ist ganz wichtig. Vielleicht, wenn ich Ihnen zeige, die Raten gehen runter über viele, viele Jahre. Umgekehrt ist Krebs eine immer häufiger auftretende Erkrankung. Das liegt daran, dass wir immer älter werden. Und allein dadurch natürlich auch, wir werden so alt, dass wir auch Krebs bekommen können. Und unsere Alterspyramide dazu wir sehr stark sind in diesen Bereichen. So erklärt sich, dass Krebs wirklich eine Alltagserkrankung ist, mit der es sich lohnt, in jedem Fall sich zu beschäftigen. Wichtig ist auch, dass jede Art von Krebs verschieden entsteht. Es gibt da nicht, Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt ganz verschiedene Mechanismen und das ist auch für den folgenden Vortrag hier wichtig, weil natürlich auch nicht jeder Krebs in gleicher Weise beeinflussbar ist durch körperliche Aktivität. Deswegen möchte ich das mit Ihnen tumorspezifisch anschauen und beginnen möchte ich mit dem Darmkrebs. Das ist so die erste Krebsform, die mal untersucht worden ist, wo es Studien zu gab. Und inzwischen hat sich da viel, viel Evidenz auch kumuliert dazu. Und das kann man an diesem Bild sehen. Sie müssen auf keinen Fall hier irgendwas lesen können. Ich möchte Ihnen nur diesen Gesamteindruck mitgeben. Es gibt hier eine Linie, eine Mittellinie sozusagen. Und das hier vorne sind alles einzelne Publikationen aus verschiedenen Studien. Das sind sogenannte Punktschätzer und Konfidenzintervalle, die so das Gesamtergebnis wiedergeben. Und alle Punkte, die jenseits, die in diese Richtung der Linie liegen, haben gezeigt, ja, körperlich aktive Menschen hatten in dieser Studie ein geringeres Darmkrebsrisiko. Das heißt, was Sie aus diesem Bild bitte mitnehmen, wenn man da so einfach mal so grob drauf guckt, ja, die meisten Studien haben das tatsächlich gezeigt. Und deswegen macht es uns immer sicherer. Jede Studie für sich hat auch wieder Nachteile. Es ist sehr schwierig, das zu untersuchen. Ich hatte schon gesagt, es ist sehr komplex. Aber wenn die Summe es doch auch immer wieder zeigt, dann glauben wir natürlich mehr und mehr daran. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir sagen, ja, bei Darmkrebs sind wir uns in der wissenschaftlichen Community absolut sicher, es gibt eine solche Assoziation zwischen, dass körperlich aktive Menschen ein geringeres Darmkrebsrisiko haben. Wie kommen wir überhaupt zu diesen Erkenntnissen?
Sie erlauben vielleicht auch einen kleinen Exkurs, falls es interessiert, wie betreiben wir das überhaupt? Naja, ich kann das ja nur untersuchen, indem ich Bevölkerung beobachte. Ich darf nicht Kinder randomisieren, wie man das vielleicht in Medikamentenstudien macht. Ich kann natürlich nicht Kinder randomisieren und sagen, du bleibst dein Leben lang aktiv und du bleibst inaktiv. So können wir nicht vorgehen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, Bevölkerungsgruppen, große Gruppen, und das sind auch schnell mal Hunderttausende, zusammenzusammeln, deren Aktivitätsverhalten zu untersuchen und nachher die aufzuspalten. Nach die einen sind halt aktiv, die anderen sind nicht aktiv. Die kann ich lange beobachten, irgendwann erkranken die. Und dann kann ich nachher gucken, gab es da in der Gruppe der Aktiven, gab es da vielleicht, wie viele Kranke gab es eigentlich da, wie viel bei den Nichtaktiven, und dann kann ich das sozusagen ins Verhältnis setzen. Und das ist so das, was hinter all diesen Studien steht. Und ich möchte Ihnen auch noch mit auf den Weg geben, natürlich gucke ich mir nicht nur in so einer Studie nur Aktivität an, sondern ich sammle natürlich auch die Daten zu den anderen Risikofaktoren, die mir bekannt sind, damit ich zu einem fairen Vergleich komme. Und Sie kennen sicherlich alle diese Schlagzeilen, Brokkoli rettet Leben, Fischessen ist gesund, also immer so diese platten Statements, die so Dreizeiler dann in der Presse kriegen, wo man eigentlich als jeder gesunde Menschenverstand sofort anspringt und sagt, boah, so kann man das ja nicht sagen. Hoffentlich ist meistens doch eine bessere Studie dahinter, die auch wirklich die anderen Faktoren mit erfasst hat und das auch gegengerechnet hat. Das kann dann die Statistik wiederum bereinigen, sodass das meistens ein Rundumblick ist. Und so ist es auch bei diesen Studien, die Schätzer, die ich Ihnen da gezeigt habe, das ist schon adjustiert für andere Faktoren. Das ist der reine Aktivitätseffekt, den ich Ihnen hier zeige. Soweit mein Exkurs, das überspringe ich. Zu den anderen Tumoren, wie ist es denn mit Brustkrebs? Gibt es denn da einen Zusammenhang? Das ähnliche Bild, diesmal sind die schon vorsortiert hier, die Effekte. Auch wieder nur der Eindruck, alles was in die Richtung geht, das sind Studien, die halt schützende Effekte gezeigt haben. Und Sie können sehen, das ist ein ganz klares Bild auch für Brustkrebs. Und schon im Jahr 2002 wurde daher mal von Experten gesagt, ja, da ist auch ein überzeugender Zusammenhang. Das war ungefähr die Zeit, wo ich selber diese wissenschaftliche Bühne betreten habe, wo ich eine Studie mit sehr jungen Frauen gemacht habe zu deren Risikofaktoren. Und ich war damals ganz überrascht, weil ich dieses Bild bekommen habe. Das ist jetzt gedreht, diesmal ist hier die Mitte sozusagen. Und das sind die wenig Aktiven, das sind die besonders Aktiven. Und wenn man einfach drauf guckt, muss man sagen, da ist nicht viel gewesen. Ich habe eigentlich nicht viel gefunden. Und es hat mich damals sehr ins Grübeln gebracht, wenn doch die ganze Welt schon sagt, es ist so und man selber findet es nicht. Und bin intensiv in die Literatur gegangen und habe gemerkt oder als eine Hypothese gehabt, ob vielleicht der Menopausenstatus noch eine Rolle spielt. Gibt es vielleicht einen Unterschied bei dem frühen und dem späten Brustkrebs? Und bin daraufhin mit dieser Hypothese auch in die Literatur gegangen und konnte sehen, tatsächlich die meisten Studien, die zu dieser überzeugenden Bewertung auch gekommen waren, waren bei eher älteren Frauen durchgeführt worden. Und in der Tat, wenn man da durch die Literatur durchgeht, und das haben dann danach auch viele gemacht, wurde das tatsächlich seitdem, sehen wir das differenzierter, dass man sagt, diese Evidenz gibt es für beide Brustkrebsformen, aber viel stärker für den später auftretenden Brustkrebs. Ich möchte mit Ihnen jetzt nicht alle Krebsarten mit denselben Bildern durchgehen, das wird sehr langweilig. Ich möchte deswegen einfach gleich zu dieser Übersicht kommen. Es gibt für viele andere Tumorformen ähnliche Evidenz. Ich muss aber auch sagen, für viele wird es dann auch schnell dünn, dann sind es auch mal nur 20 Studien oder es sind auch mal nur 10. Und für viele Tumorarten, es gibt so viele verschiedene Tumorformen, gibt es auch noch gar keine richtigen Studien. Also die Evidenz wird einfach auch dünner und dünner, aber ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, wenn Sie sich vielleicht erinnern an das Bild, was sind bei uns häufige Tumorarten? Da hatte ich Ihnen genannt, es ist der Darmkrebs, es ist der Brustkrebs, es ist das Prostatakarzinom, es ist das Lungenkarzinom. Und wenn Sie sich dann diese Liste hier angucken, die sind eigentlich alle irgendwie hier auf der Liste und haben auch entweder überzeugende Evidenz oder mögliche Evidenz. Und das sind diese mittleren relativen Risikoreduktionen, die auch in einem relevanten Bereich sind. Und es gibt tatsächlich im Moment nur eine Tumorart,
wo wir schon durchaus auch Daten haben, aber wo wir keinen Zusammenhang bislang gefunden haben. Das ist auch noch nicht richtig erklärt, aber das setzt sich irgendwie so durch. Also es ist auch nicht gegen alle Tumorarten gut, aber das Gros ist durchaus hier positiv betroffen. Und aufgrund dieser Gesamtlage gibt es Empfehlungen. Was soll ich denn jetzt machen? Wie aktiv soll ich denn eigentlich sein? Die besagen, und das ist jetzt der Bezug nicht mehr nur Krebs, sondern auf alle Krankheiten gesehen, die besagen jetzt natürlich, also es ist immer gut, sich zu bewegen. Also nicht gleich sagen, boah, das schaffe ich ja gar nicht. Nein, einfach mal anfangen, das ist in jedem Fall schon mal gut. Das Ziel sind tatsächlich 150 Minuten pro Woche. Das übersetzt sich zum Beispiel in 30 Minuten an fast jedem Tag. Moderat intensiv, was heißt das? Das heißt, Sie sollten tatsächlich ins Schnaufen kommen. Auch Schwitzen ist nicht verboten. Das ist so das Maß, ab da zählen die Minuten so langsam. Und es sollten auch, man kann die zusammensetzen aus verschiedenen Minuten, also in verschiedenen Abständen sozusagen, aber es sollten schon immer so 10 Minuten am Stück sein, damit der Körper überhaupt richtig in Gang kommt, also nur mal so ein kurzes Aufschwitzen, dann erwarten wir eigentlich nicht die Effekte, die Sie sich holen wollen. Und Sie können natürlich auch intensiver trainieren, dann brauchen Sie tatsächlich auch ein bisschen weniger Zeit. Es schadet auch nichts mehr zu machen, dann ist es tatsächlich besser. Und gerade jetzt bei der WHO würde man auch noch sagen, wenn man zum Beispiel Gewicht reduzieren will, dann muss man auch mehr machen. Da braucht man wirklich höhere Minutenzahlen. Wir lernen mehr und mehr, wie wichtig der Muskel an sich ist, unser größtes Organ. Wir können auch immer mehr verstehen, was macht er eigentlich. Und daher wird im Moment empfohlen, tatsächlich auch muskelkräftigende Übungen, also nicht nur im Ausdauerbereich zu trainieren, sondern durchaus auch Muskeltraining zu machen. Das muss nicht im Fitnessstudio sein, das kann auch mit Eigengewicht sein. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, so die Empfehlung. Und natürlich immer langsam beginnen, langsam steigern. Darauf kann ich hier gar nicht so im Detail eingehen gerade. Welche Bedeutung hat das denn eigentlich? Ist das denn ein wichtiger Faktor jetzt, Bewegung? Kann man da wirklich was erreichen? Also so ein Faktor ist immer wichtig für unsere Gesamtgesundheit, wenn es häufige Krankheiten sind, die betroffen sind. Wenn man an diesem Faktor überhaupt drehen kann, und das ist hier so, es ist ein modifizierbarer Faktor, und wenn es gewisse Effektstärken gibt, das ist hier alles gegeben, deswegen hat er tatsächlich eine große Bedeutung. Und wie groß die ist, kann man aus einer Risikoabschätzung ablesen, die eine Kollegin für ganz Europa mal hergeleitet hat. Und da ist wirklich so, dass man sagen kann, ca. 15% aller Krebsfälle könnten vermieden werden, wenn ein gewisses Maß oder dieses Maß an Aktivität erreicht würde. Und das ist wirklich eine große Zahl. Gegeben, dass Krebs auch häufig spontan entsteht. Viele Krebsentstehungen kann man gar nicht verhindern. Also da ist jetzt wirklich ein Faktor, an dem man viel erreichen kann. Und ein Doktorand aus meiner Gruppe selber hat das speziell für diesen spät auftretenden Brustkrebs mal abgeschätzt, sehr, sehr genau. Das hier oben war eher so ein Quick and Dirty. Das war eine sehr, sehr genaue. Und das übersetzt sich aber tatsächlich auch in so eine Zahl wie 14%. Also die passen sehr, sehr gut zusammen. Und das sind wirklich relevante Zahlen hier. Gucken Sie mal, alleine 6.000 postmenopausale Brustkrebsfälle bräuchten wir eigentlich nicht zu haben. Ist damit alles klar? Wie liege ich in der Zeit? Ja, ich kann auch noch was erzählen. Damit ist natürlich längst noch nicht alles klar, wenn ich Ihnen sage, das ist gut. Wenn ich jetzt eröffnen würde, hier zu fragen, dann würden Sie mir wahrscheinlich gleich einige um die Ohren werfen. Wie kann das denn überhaupt sein, dass das zusammenhängt? Ist das nicht alles nur Ernährung, was ich mir anschaue? Und wann soll ich denn überhaupt aktiv sein? Und das sind tatsächlich gute Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und ein Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass tatsächlich, wann soll man denn aktiv sein? Diese Frage kann man auch erst beantworten, wenn man in der Wissenschaft mal Daten von vielen, vielen gesammelt haben, die zu verschiedenen Zeiten aktiv waren. Also muss ich erstmal lebenslang auch irgendwie Daten gesammelt haben. Das ist wirklich nicht trivial, solche Fragen zu beantworten. Und da hatte schon
auch wieder im Bereich Brustkrebs hier erste Studien, mal kleinere Studie gezeigt. Also offensichtlich, man hat eine gewisse Risikosenkung, wenn man früh im Leben aktiv ist, auf jeden Fall, wenn man spät im Leben aktiv ist, und lebenslang war so das Beste. Wir selber hatten in einer größeren Studie ähnliche Möglichkeiten, das anzugucken. Und auch da ist herausgekommen, dass die, die lebenslang aktiv waren, das geringste Risiko hatten, dass aber vor allem der Gradient, in dem sich die, wenn sich die Frauen in ihrer Aktivität unterschieden, vor allem auch im späten Alter da war. Und mit der Schlussfolgerung, dass es tatsächlich nie zu spät ist, aktiv zu werden, was natürlich eine schöne Botschaft ist, weil wenn ich gefunden hätte, ja, man muss eigentlich mit 20 Jahren aktiv gewesen sein, dann wäre, glaube ich, hier für jeden im Raum jetzt gar keine Motivation mehr, da etwas zu ändern. Also es geht noch was, da kann man noch was verändern. Wie erklären wir uns das alles? Auch hier möchte ich nicht ins Detail. Wir haben viele, viele Hypothesen. Wir wissen, dass eine Krebsentstehung über Jahre und Jahrzehnte abläuft in der Regel. Das ist eine ganz lange Zeitachse. Es gibt verschiedene Stadien. Und was Sie bitte mitnehmen, ist, dass körperliche Aktivität sozusagen in jede dieser Phasen, gibt es Hypothesen, wie körperliche Aktivität dort eingreifen kann. Es ist sehr, sehr komplex. Und es gibt ganz viele verschiedene Mechanismen von der Hemmung, von Entzündungsmechanismen, vom Eingreifen ins Immunsystem, vom Eingreifen in hormonelle Faktoren. Und natürlich ist das dann auch wieder tumorspezifisch, wie wir versuchen, uns das zu erklären. Und auch wenn wir hier mal so ein wunderschönes Bildchen zeichnen konnten und schon durch Stricheln zum Teil auch angedeutet haben, na, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass man hier noch sehr, sehr viele Unsicherheiten auch sind. Wir forschen daran, viele forschen daran, aber so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Aber die Effekte sind da und wir wollen das auch mehr und mehr verstehen. Und ein wichtiger Punkt, weil es auch häufig gefragt wurde, ja, wie ist das denn mit der Ernährung? Ist es nicht alles Ernährung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. In der Tat wissen wir, also die Frage kommt auf aus der Überlegung, naja, körperlich aktive Menschen ernähren sich ja auch anders. Und das ist völlig richtig, das sehen wir auch in unseren Studien. Wir erheben eigentlich immer auch Ernährung mit, das stimmt. Aber ich hatte vorhin Ihnen auch schon gesagt, in der Tat kann ich das auch wieder herausrechnen oder ich kann natürlich auch Untergruppen bilden. Ich kann Menschen mit einer ähnlichen Ernährung mir angucken und dann die wieder differenzieren, die nicht so aktiv sind, gegen die, die aktiv sind. Und wenn ich in solchen Subgruppen arbeite, finde ich auch diesen Effekt von Aktivität. Oder wir haben eine Vegetarierstudie in Heidelberg, eine Kollegin von mir. Ich habe dann nur in den Vegetariern mal geguckt, unterscheiden sich da die Aktiven gegen die Nicht-Aktiven. Und auch da finde ich das. Also das ist immer so ein Wachsen, Kumulieren von Evidenz, wo wir einfach versuchen, auch diese Fragen mehr und mehr zu lösen. Und es gibt auch viele andere Dinge. Ich kann leider auch noch längst nicht alles beantworten. Fragen, die ich selber auch habe, ist wirklich noch dieses, ja, was ist eigentlich wichtiger, welche Aktivität macht eigentlich was. Ich bin aber sehr zufrieden mit dieser Mischform der Empfehlung, die wir derzeit haben. Ist es ein Unterschied, ob ich eher draußen aktiv bin oder drinnen aktiv bin? Es gibt einige Dinge, die tatsächlich, Sie kennen vielleicht die Hypothese, Vitamin D hängt zusammen mit Darmkrebsrisiko. Und das ist teilweise auch so, es ist sehr diskutiert im Moment, auch in der Wissenschaft, aber diese Assoziation gibt es und tatsächlich könnte ja dann, Vitamin D wird durch Sonnenexposition gebildet oder benötigt, dieser Bildungsvorgang wird gefördert durch Sonnenlicht. Und wenn ich jetzt draußen aktiv bin, kann ich ja auch allein dadurch, dass ich draußen bin, kann ich auch wieder darüber eventuell profitieren und auch da nochmal mein Darmkrebsrisiko senken. Also es ist auch sehr verzwickt. Und dazu gibt es ganz wenig Daten, also die Erhebung, die wir haben nicht gefragt, machen Sie Ihren Sport draußen oder drinnen, wir fragen, laufen Sie, aber wo die laufen, das wissen die wenigsten Studien. Ganz wichtig, interessiert mich enorm, ist es denn nun eigentlich, wenn ich einer Pflicht nachgehe, wenn ich jetzt alle dazu zwinge, aktiv zu sein, macht es einen Unterschied, als wenn ich das aus Freude mache. Und das wissen wir schon wieder, dass wirklich auch dieser Freudenaspekt, das macht unglaublich viel in unserem Körper.
dass vermutlich auch wichtig ist, dass eine gewisse Freude auch dabei herrscht. Auf die anderen Punkte, die überspringe ich nicht. Hinweisen möchte ich nur, aber da gehen wir in unserem Interview, glaube ich, auch gleich drauf ein und natürlich auch alle Nachredner, dass ich hier primär jetzt gesprochen habe über die schützenden Effekte vor einer Krebsdiagnose, aber wir auch in Heidelberg seit Jahren massiv in diesem Bereich Aktivität für Krebspatienten forschen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass auch diese Veranstaltung diesem Thema hier so viel Raum gibt. Das finde ich sehr gelungen. Ich möchte zusammenfassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, geringe körperliche Aktivität ist in der Tat assoziiert mit einem erhöhten Risiko für viele und dann auch gerade noch der häufigen Krebserkrankungen. Es gibt ein großes Potenzial, hier gegen Krebs aktiv zu werden, nämlich 15% der Fälle in Europa. Es ist natürlich eine individuelle Verhaltensweise, also jeder ist auch selber gefragt. Es ist aber auch, ich sehe es auch sehr stark, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe damit verbunden. Es gibt so etwas wie Verhältnisprävention, dass man auch wirklich die Radwege gut ausbaut, all diese Dinge. Da kann man sehr, sehr viel machen. Also es ist schon eine Kombination. Und was mir auch immer wieder wichtig ist, ist zu betonen, dass wirklich körperliche Aktivität ist, ist nicht nur Sport. Man kann es wirklich auch in den Alltag integrieren. Und dadurch ist auch diese Minutenzahl vielleicht, verliert vielleicht auch ein bisschen ihren Schrecken. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und für meine Botschaft an Sie muss tatsächlich sein, versuchen Sie wirklich Ihr ganzes Leben lang körperlich aktiv zu sein, so schwer es auch manchmal fällt. Vielen Dank.